Während der Erforschung der Stammruinen hatten mehrere Mitglieder ihrer Expedition gleichzeitig eine mächtige Vision, in der es um den Bau eines gewaltigen Geräts ging. Das kenne ich. Ein gewaltiges Gerät habe ich auch. Frenkel frotzelt. Heute. Let's play. Civilization. Beyond Earth. Tag ihr Nasenbären, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Civilization Beyond Earth. Wird das hier eine Liebe auf den ersten Klick? Es geht jetzt weiter, ich wünsche viel Spaß und ich schmeiß auch gleich die Facecam wieder an. Seit unsere Klinik eröffnet wurde, ist die Bevölkerung durch eine ideologische Kluft geteilt. Das Sichern und Verbessern unseres neuen Territoriums hat sowohl die Streitkräfte als auch die zivilen Arbeitskräfte enorm strapaziert und beide sind sich einig, dass die Gefahren, denen sie sich jeweils gegenüberstehen, durch ein staatlich finanziertes Gesundheitswesen abgedeckt werden müssen. Die wollen eine Krankenkasse gründen oder was? Unsere junge Kolonie hat nicht die notwendigen Ressourcen, um beider Seiten gerecht zu werden. Welche bedarf der Hilfe am dringendsten? Was weiß denn ich? Wie komme ich jetzt hier wieder auf Entscheidung? Bei Siege oder was? Wie geht denn das? Ich weiß es nicht. Das habe ich irgendwie noch nicht so geschafft irgendwie. Wartet mal, vielleicht sagt er mir das hier. Blutbank. Wie komme ich jetzt dahin zu der Entscheidung? Das weiß ich nicht. Da vielleicht? Auf dieses 1 da? Nee. Fehlgeschlagene Quests habe ich nicht. Naja, das wird sich schon melden irgendwie, oder? Wann ich die Entscheidung treffen muss. Ach da, Questentscheidung, sag's doch gleich. So, Verteidigungsbautrupps versorgen, zivile Bautrupps versorgen. Peter Alexander, Arsch auseinander, Arsch wieder zamm und du bist dran. Na also, Blutbank abgeschlossen. Was auch immer. Mit denen will ich jetzt... Ach, die sind schwach. Die kann ich platthauen. Komm, Platthauen... Platthauen-Gang machen wir jetzt. Oh, ich habe ein bisschen was eingeschenkt gekriegt. Was haben wir denn hier noch? Quest abgeschlossen, okay. Brauchen wir nicht mehr. Was haben wir hier? Alien-Nest? Noch eins. Okay, das brauchen wir jetzt aber nicht. Oh, ich hoffe, meine Soldaten gehen jetzt nicht hops, ey. War vielleicht ein Fehler. Jetzt geht mal aus diesem scheiß Nebel raus und macht hier mal eine scheiß Expedition, ey. Wie geht denn das? Expeditionsmodule. Wahrscheinlich geht das erst, wenn ich wieder Punkte habe. Und die können gerade nichts machen, ne? Nee, scheiße. Ah, noch mehr? Ach scheiße, ich stehe in der scheiß Giftwolke. Verwundete Einheiten sind im Kampf weitaus weniger effektiv und können leicht besiegt werden. Also bringen Sie sie an einen sicheren Ort und geben Sie ihr den Befehl, sich bis zur Heilung zu verschanzen. Würde ich ja gerne. Ja, wir hauen erstmal ab. So, was haben wir denn hier jetzt? Ach, hier soll ich eine Expedition zusammenstellen? Achso, ich bin jetzt hier. Ja, okay. Ich dachte, es wäre in der Stadt, dabei bin ich ja jetzt hier. Okay, wie geht das? Erkunder? Macht er das jetzt oder muss ich irgendwo klicken noch? Wie kann ich jetzt... da oben. nee, das war was anderes. Danke. Einheit benötigt Befehle. Das ist die hier. Wie kann ich jetzt eine Expedition zusammenstellen? Mit Rechtsklick geht das nicht. Ja, wenn ich das jetzt wüsste, wie das jetzt wieder geht. Kein Plan. Erkunder. Expeditionsmodule 1. Kampfstärke, bla bla bla. Einheit, auf da sind die Befehle, ich Blödmann. Erkunden. Bereitschaft. Da. Da muss man erstmal drauf kommen wieder hier, ne? So, jetzt wird expeditioniert hier. Und jetzt habe ich auch gesehen, wie man heilt. Ja, das war's schon, oder wie? Okay, dann gehen wir zurück zu diesem anderen da. Wo ist denn der Soldat, der Einsame?
Der kann gerade nicht. Der braucht noch Bewegungspunkte. Alles klar. Ich hoffe, dass er da lebendig davonkommt. Schon wieder Besuch! El pueblo unido de Sudamérica le da la bienvenida. Südamerika! Dann war das vorhin doch nicht Argentinien. Krieg erklären, natürlich. Nein, ciao. Das ist alles noch zu viel. Ich möchte mal wieder zurück. So, wo sind wir denn hier? Beide Soldaten sind... hier. Mach mal heile, heile Gänschen. Genau, jetzt hat er sich hier verschanzt. Ich weiß nicht, ob das weit genug weg ist, aber... wer ist denn das überhaupt hier? Merman aus He-Man oder was? Masters of the Universe. Und die hier, was machen die hier? Die erkunden noch nach wie vor. Ich kann wahrscheinlich gerade gar nichts tun, Andres, außer in die nächste Runde gehen. Gesundheit! Entschuldigung, ich habe wichtige Informationen für Sie. Mandira ist gewachsen. Gesund bleiben. Was steht da? Für eine produktive Kolonie ist es entscheidend, dass ihre Bürger gesund bleiben. Ist klar. Durch zusätzliche Bürger kann ihre Kolonie kränker werden, während Werte und einige Gebäude Gesundheit bieten, um denen entgegenzuwirken. Naja, sorgen Sie dafür, dass Ihre Leute gesund bleiben, um einen Kultur- und Forschungsmalus zu vermeiden. Ja, das ist schön. Da wären wir wieder bei den Krankenkassen. Aber das ist ja gewachsen, die Stadt, ne? Das war ja der Knackpunkt hier. Hurra, hurra. Dann geht das mit der Entwicklung wahrscheinlich schneller. Ich weiß jetzt nicht, was ich hier machen kann. Kann ich hier überhaupt was machen, oder, ach so, da steht's ja. Drei Runden. Das dauert drei Runden noch wahrscheinlich. Vermute ich mal. So, da kann ich nichts machen und der Kollege da oben macht Heile. Oh, guck mal, da hat sich schon wieder verdoppelt. Wie schön. Dann, nächste Runde. Entweder das Universum entwickelt sich weiter oder es ist statisch. Wir wählen die Entwicklung. So, Technologie. Fortfahren. Quests. Immer noch hier. Das hat er gemacht. Erforschen Sie Pionierarbeit. Alien-Reservat soll ich bauen. Das ist wahrscheinlich das Neue gewesen. Zwei Ressourcensonden. Ja, da müssen wir noch ein bisschen suchen. Aber die Deppen hier müssen noch heilen. Das ist natürlich nicht so gut. So, neue Forschung wählen. Pionierarbeit ist jetzt erforscht. Okay. In welche Richtung gehen wir denn jetzt hier? Planetenvermessung ermöglicht Landeinheiten das Wassern und die Bewegung über Wassergeländefelder. Da bleiben wir doch gerade mal bei und machen das, weil das ist ja direkt hier alles am Wasser. Deswegen, das ist ja gut. So, was ist das jetzt hier? Wert entwickeln. Im Wertebildschirm können Sie die Werte wählen, die Ihre Zivilisation prägen werden. Setzen Sie die gesammelte Kultur ein, um Werte freizuschalten. Je mehr Sie erlangen, desto mehr Bonusse erhalten Sie. Alles klar. Dies ist der Wertebildschirm. Hier können Sie die verdiente Kultur für Bonusse und für Ihre Fraktionen investieren. Might und so weiter, ja. Sobald Sie genug Kultur verdient haben, können Sie einen Bonus wählen, indem Sie auf einen der verfügbaren Werte des Wertebildschirms klicken. Das ist wie bei Diablo, glaube ich, hier auch. So ein komischer Skilltree. Sobald Sie genug Werte in einer horizontalen oder vertikalen Reihe freigeschaltet haben, aktivieren Sie zusätzliche Boni namens Synergiebonusse. Okay, wo steht, wie viel ich habe? Kultur? Weiß man nicht, oder wie? Adaptive Strategien. Okay, alles klar. Also das hier ist so der Kampfbaum. Das ist der Wohlstandsbaum. Wissen und Industrie. Jetzt weiß ich nicht, was mache ich denn? Was ist denn das hier überhaupt? Achso, das ist denn die Synergieboni. 2, 3, da kann ich nichts auswählen noch. Ich werde jetzt hier anfangen müssen wahrscheinlich. Eins von denen auswählen müssen. Schauen wir mal, was mir am besten gefällt hier. Also, Erfahrungspunkte ist ja ganz nett. Nahrung bleibt nach dem Wachstum einer Stadt erhalten. Wissenschaft, ach komm. Produktion für Gebäude, Arbeitslogistik.
Ich bin ja immer so mehr der Typ für Wohlstand, ne? Sparsamkeit entwickeln. Noch 4 Wohlstandwerte bis zum nächsten Synergiebonus. Ja, machen wir jetzt mal, komm. Kann ich jetzt noch was machen? Besiedlung? Arbeitskraftinitiative. Bautruppeinheit. Das ist doch nicht schlecht, da könnte ich doch... Ja, aber ich habe nichts mehr, ne? Nee. Ja. Wäre auch zu einfach gewesen, alles klar. Nächste Runde. Was ist das hier nochmal? Das war Quest. Und da haben wir schon 4. Sehr schön. Und eine aktualisierte Quest haben wir auch nochmal. Stationskarta. Zahlreiche neue Unternehmungen wollen in der Nähe unseres Territoriums ihre Operationen etablieren. Sie bieten verschiedene Dienste an, die nützlich für uns sein können. Die Station Hekima Station bringt jeder Stadt, die einen Handelsweg errichtet, folgendes. 3 Nahrung und 1 Kultur. Die Station Hinzoku Labs bringt jeder Stadt, die einen Handelsweg errichtet, folgendes. 2 Wissenschaft und 2 Produktion. Welchem Angebot wollen Sie zustimmen? Ja. Wissenschaft und Produktion oder Nahrung und Kultur? Ich bin für Nahrung und Kultur. Das heißt, ich muss die Hekima-Dingsbums da nehmen. Sie haben eine Station entdeckt. Mit Stationen können Sie Handelswege einrichten, um verschiedene Güter zu erhalten, die Ihre Leute benötigen könnten. Alles klar! Da muss ich jetzt aber erst den Weg hinbauen, oder? Einen Handelsweg, oder wie? Es kann nur eine Stadt pro Kolonie gleichzeitig mit einer Station handeln. Das Handeln mit Stationen kann ihrer Kolonie viele Vorteile bieten. Je mehr Handel sie mit einer bestimmten Station treiben, desto bessere Angebote wird ihnen diese Station unterbreiten. Ja, das ist die hier, ne? Ach so, die ist ja quasi um die Ecke. Jetzt brauche ich aber da einen Weg hin, ne? Danke, oder? Weiß kein Mensch. Was haben wir hier? Quest abgeschlossen. Keine Ahnung. So, wie schaut's aus hier, Freunde? Arbeiten die da eigentlich auch was oder stehen die nur blöd rum? Weiß ich jetzt nicht, weil jetzt muss ich hier wieder neu starten oder was? Ihr Erkunder hat etwas Wunderbares entdeckt. Es gibt noch viele Städte wie diese, die es auf der Welt zu untersuchen gibt. Sie sollten daher den Bau weiterer Erkunder überdenken, die sie dann an diese anderen Städte entsenden können. Ach, die bleiben jetzt immer da ewig da stehen, oder was? Und ich brauche noch eine extra. Also auf jeden Fall haben die, danke. Während der Erforschung der Stammruinen hatten mehrere Mitglieder ihrer Expedition gleichzeitig eine mächtige Vision, in der es um den Bau eines gewaltigen Geräts ging. Das kenne ich. Ein gewaltiges Gerät habe ich auch. Das größer als eine Stadt war. Stimmt. Die Beschreibung stimmt genau. Die Vision war so detailliert, dass das Team einige der erhaltenen Geheimnisse mit euren Leuten teilen konnte, sodass nun eine Affinität frei aufgestuft wird. Ich habe irgendwas, kann irgendwas aufstufen. Das kann ich jetzt hier machen. Aha! Die Ökos. Die Reinheit. Gott, was weiß denn ich? Ich mache Vorherrschaft, das gefällt mir, glaube ich, am besten. Da Sie einen Affinitätspunkt für Reinheit, Vorherrschaft oder Harmonie verdient haben, können Sie jetzt eine Verbesserung für Ihre Soldateneinheiten wählen. Machen wir! Wenn Sie eine Verbesserung wählen, übernehmen alle Soldaten automatisch diese Verbesserung und ändern das Aussehen. Sie können mit steigender Affinitätsstufe weitere Einheitentypen verbessern. So, was machen wir denn? Wir haben Soldaten. Das könnte hilfreich sein. Ja, halt die Klappe. Ach so, das ist jetzt nochmal die Erklärung. Sie haben Einheitenverbesserung. Affinitätspunkt für Reinheit, Vorherrschaft oder Harmonie verdient. Das hast du doch gerade schon gesagt. Erlangen Sie Fresse. Durch die Erforschung bestimmter Technologien, das Erfüllen von Quests oder das Ausgraben bestimmter Städten auf der Welt. Mit Affinität können Sie. Kann der mal die Fresse halten? Also Soldat wird zur Marine. Verändert sie ihre gesamte Zivilisation. Zusätzliche Kampfstärke, bla bla bla. Das probiere ich jetzt gleich mal aus hier. Stufe 4 bei einer Affinität. Ja, ist gut. Komm, gleich mal ausprobieren. Vorteil wählen. Beim Angriff. Heilung, wenn nicht zu Wasser.
Das schränkt ja meine Einheiten ein, ja. Das sind ja jetzt, also ich habe ja da dieses Wasserdingsbums, erforsche ich ja. Das heißt also, dass die auf Wasser laufen können, wie Jesus. Ja, wir sind am Ende dieser Episode. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wenn ja, sagt es bitte weiter. Und wie heißt es so schön? Dumm klickt gut. Ich hoffe, ihr kommt das nächste Mal wieder. Danke. Ciao, ciao.